Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, wir haben 2-1 gegen Aalen gewinnen können, haben das Spiel gedreht nach einer gelb-roten Karte und spielen jetzt gegen Lippstadt. Lippstadt, dann nehmen wir unsere Rotation 1. Jo, unsere Rotation 1. Plattenhardt ist gesperrt, gelb-rot, da muss halt der Heber rein, Weber rein, so rum, nicht Heber, Weber. So spielen wir dann halt. Jetzt muss ich mal gucken, was wollte ich machen. Ah ja, okay. Wir müssen mal zu den Sponsoring. So, jetzt könnt ihr hier gucken, Freikarten verteilen, klickt der rechte Maustaste auf den Hauptsponsor. Freikarten. Nehmen wir mal 1200. So. Und weiter geht's. Lippstadt 08. Der 21. Ah, hier gibt's nur 21. Meine Suchung war das. Oh Mann. Ey. So ist das. Okay. Lippstadt 08, wie viele Zuschauer sind da? Mal gucken hier. 601 Spielstärke haben die, wir haben 681. Aber hier steht nicht, wie viele Zuschauer kommen. Egal. Egal. Doch da, erwartete Zuschauerzahl 7065. Davon 1200 von unserem Sponsor. So. Jetzt haben wir hier einen Toten. Unseren Opa. Dann kommt der Bugio rein. Er musste ja letztes Spiel frühzeitig raus wegen der gelb-roten Karte. Was ist jetzt noch verletzt hier? Young. 12.2. Alter, 12.2. ey. Ah, okay. Ist ja nächste Woche wieder fit. Oh Mann. Ich dachte, ich wäre noch in der Hinrunde. Dann kommt halt der rechts außen rein. So, jetzt passt es wieder. So, 11 neue Nachrichten. Gucken wir mal. Jugendspieler hat sein Trainingsziel erreicht. Das gefällt uns doch. Weiter geht's. Fanartikel bereit zur Marktempörung. Das ist auch gut. Alexander Hahn hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist schön. Training. Machen wir auf 65. Das ist das Gute an meinem Trainingsplan. Die individuellen Trainingsziele werden schnell erreicht hier. Kommt natürlich auf den Spieler, aber noch mal Lust hat. Ne? Hildebrand hat sein Trainingsziel erreicht. Jawohl. Er damit. So, dann machen wir den 60er mal Zweikampf mal runter. So. Okay, weiter geht's. Schädelprellung. Plattenhart. Ja, ist eh gesperrt. Schlüsselbeinbruch. Alter, wie lange ist der denn jetzt zuletzt? Ey? 4 Wochen. Oh, toll. Der fällt bei Lippstadt aus. Das ist relativ uninteressant. Isaiah Young ist auch verletzt. Naja. Alles klar, Herr Kommissar. So, wir gehen Golf spielen. So, die Aufstellung steht. Jetzt gibt es ins Textmodus-Spiel gegen Lippstadt. 3D-Spiel? Nein. Textmodus. Und let's go. Entschuldigung. Oh. Wir sollen konzentriert in die Sache reingehen. Ah, komm, gib her. Was sagen die Einstellungen? 11 Meter selbst schießen? Nein. Hab ich nicht. Weg damit. Okay, weiter geht's. Let's go. Mal gucken, ob er heute trifft. Gut, was ist denn sehr offensiv ausgerichtet? Natürlich. Latürnic. Und 1-0.
Na toll, für uns durch Alexander Hahn. Sehr gut. So muss das gehen. So, 18. Spielminute. Steht im Abseits. Schade. Schade, 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 schade. Eckball für Lippstadt. Oh, gucken wir mal, was die mal bringen. Ne. Nix, 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 nix passiert. So. 24. Minute, kann ich endlich voll auf den Siebel gehen. Let's go. Sollen nach vorne spielen. Ja, 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 ja. 39. Minute. Ist gleich Halbzeit. Und Ende der ersten Hälfte. 1:0 führen wir. Co-Trainer macht die Auswechslungen. Ansagen mache ich. Und der Co-Trainer. Gucken wir erstmal. So, den massieren wir erstmal, oder? Fitness hat er. Okay, müssen wir nicht massieren. Alles klar. So, dann muss er hier motiviert werden. Und der andere. Also, er und er. Die beiden müssen motiviert werden. Den Rest machen wir so eine Ansage, macht der Co-Trainer. Und let's go. Let's fetz. So, hochkonzentriert in der zweiten Halbzeit. Alle Spieler aufwärmen. Okay. So, 52. Minute. Von denen ist einer verletzt. Sansa kommt raus. Auswechslung. Okay. Spielerwechsel. Evers für Sansa. Und ein Tor. 2:0 durch Salvemini. Sehr gut. Sehr, sehr gut. High Concentration haben wir noch. Ja, soll er weiter mal spielen da und so. Auswechslung. Daniel Heiheber kommt rein und Sauerland kommt raus. So, und nach vorne spielen. Auswechslung. Timon Schmidt kommt raus. Ja, so ist das. Dardan Karimani kriegt die gelbe Karte. Hat der gefoult, kriegt er gelb. Hat er nochmal gefoult, kriegt er gelb-rot. Ganz einfache Sache. Da kennen wir ja nichts. So. Und dann sagen wir nochmal an. Volle Konzentration. So, oh, jetzt ist eine Chance für die. Gut, Ecke. Na, gucken wir mal. Die Schatten liegten Pfosten. Kevin Hofmeier. Na gut. 75. Minute. Genau, über den Kasten von Jakob Golz. Faires Halten von Rot-Weiß Essen.
Ja, so mögen wir das. 85. Minute. Der Drops ist gelutscht. Ja. Okay, nichts passiert. Schade, 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 schade. Simon Schilke kommt rein. Nachspielzeit, eine Minute. Und Schlusspfiff, 2-0 Sieg gegen Lippstadt. So muss er sein. Das ist auch wichtig für den Sponsor, hat dann Sieg gesehen. Dürfte also zufrieden sein. Sehr gut. So, gucken wir mal. Simon Zoller ohne Gnade, 2 Treffer gegen Karlsruher SC. Ja, ja, ja. Weiter geht's. Ah, es kommt hier erstmal Transferperiodenende, Ende der Transferperiode. Gucken, was in letzter Minute noch gekauft und verkauft wird. Also Angebote habe ich hier nicht, wie auch. Habe ja auch keine Kohle. Ohne Moos nichts los. Ja. FC Bayern. Marc Rocca. Ah. Sehe doch noch ein paar Transfers passiert. So, okay. Bei uns war nichts, ist nichts, wird nie irgendwas sein. So, jetzt können wir uns an Vertragsverlängerung wagen. Gucken wir mal. Aber erst in der nächsten Folge. So. Transfermarkt ist geschlossen. Mannschaft der Woche. Sehr gut. Okay, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im Videotextmodus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.